Für günstige FIFA-Produkte checkt gerne IGFort ab. Mit dem Code PAINTS bekommt ihr nochmal 3% auf alle FIFA-Produkte. Checkt dafür einfach nur den Link in der Beschreibung ab. Und jetzt geht's los mit dem Video. So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Low-Budget-Methode, da es ja sehr oft gewünscht wurde in den Kommentaren. Nochmal danke, wie krass das letzte Video ankam, also das, was gestern kam, hat mittlerweile 2000 Klicks in nicht mal 24 Stunden. Ihr geht einfach abnormal zur Zeit ab auf ja, meine Videos, auf meine Trading-Tipps, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Grüße gehen raus. Ja, ganz kurz bevor wir anfangen, gestern hat EA jeden ja ein Free-Pack gegeben, immer unterschiedlich, wie lange ihr halt online wart, in wie vielen Tagen. Ich habe mal 125k-Pack bekommen, was ich da drin gezogen habe, das seht ihr jetzt einmal. Okay Leute, bevor das Video beginnt, ihr seht Stufe 5, endlich wurde es gefixt, erstmal hatte ich Stufe 2 oder 3 bekommen. Ich bin gespannt, was wir rausbekommen können aus dem 125k-Pack. Wir haben noch ein Trikot, schmeckt, stoßen wir erstmal ab. Okay, let's go, 125k-Pack, ich erwarte ein Walkout, da es untradable ist. EA, enttäuscht mich nicht, bitte enttäuscht mich nicht, ich bin so nett zu euch, let's go, komm schon, gib mir eine Icon oder einen Headliner oder einen normalen Walkout. Ronaldo ist auch okay oder Messi ist auch okay. Ja, Aguero ist auch okay. Aguero, let's go! Ich hab nichts gesagt! Werde ich wahrscheinlich nicht spielen, aber auf Chillo nehme ich mit. Let's go! Ja, Aguero schmeckt auf jeden Fall ganz gut. Ist mittlerweile schon wieder in der SBC weggekommen. Kann ich auch nochmal nebenbei kurz einblenden. Da ich derzeit die Nakata SBC fertig mache, ganz einfach warum. Ich werde ihn nicht spielen. Irgendwie wurde eine Minute von der Aufnahme einfach rausgeschnitten. Fragt mich nicht, Leute. In höchstens 3-4 Tagen ist mein neuer PC da. Dieser PC macht echt nur noch Faxen. Und ich erkläre euch nochmal, was ich gesagt habe. Ich habe Aubameyang und Aguero in die 86er Bewertung Nakata SBC abgegeben. Ja, warum habe ich sie abgegeben? Da Nakata SBC einfach sehr, sehr billig bekommt. Ich glaube für 380k, 390k. Ich habe für die 86er Bewertung SBC keinen einzigen Coin bezahlt, da ich alles im Verein hatte. Und ja, jetzt hört ihr halt weiter, warum ich Aubameyang und Aguero abgegeben habe. Aubameyang und Aguero abgegeben. Ihr seht, sie wären eh nur auf der Bank gelandet und meine Super Subs habe ich hier schon. Salah, Anderson, Mertens, Firmino, Lukas POTM, Storage, Tevez, Lozano, Depay. Ich glaube, das reicht. Da brauche ich jetzt kein Aguero oder Aubameyang mehr. Man kann ja in-game eh nur 3 Stück einwechseln und nicht alle auf einmal. Deswegen macht es am Ende keinen Sinn. Das ist auf jeden Fall mein Team, so viel dazu. Und Rijkaard bleibt auch nur so lange da, bis halt vielleicht eine Vieira oder ein Hullet als Icon SBC kommt. Und dann wird der ja da rein. Okay, wurde kurz abgelenkt. Rijkaard wird auf jeden Fall in Vieira oder Hullet abgegeben, wenn mal die SBCs irgendwann kommen. Dann habe ich jetzt hier einen Rijkaard abzugeben und einen Nakata abzugeben. Dann sind ja schon mal 2 Icons, da man ja 2 Icons abgeben muss. So viel dazu, jetzt kommen wir mal zu der Low-Budget-Methode, wofür ihr, glaube ich, alle da seid. Hier seht ihr erstmal 3 Spieler geholt, ne 4 sogar, einen habe ich aus Versehen hier schon hingepackt. Ganz einfach, erstmal erkläre ich euch, was ich gemacht habe. Es gibt die argentinische Ligen-SBC. Es gibt ja sehr viele Ligen-SBCs. Die argentinische Ligen-SBC gehört dazu, wo es sehr, sehr viele Silberspieler gibt. Dann stellt ihr Silber ein. Argentinien. Maxpreis einfach 150. Und dann habe ich einfach auf jeden 200 geboten, ohne jetzt zu gucken, wie viel sie kosten, weil ihr werdet sie auch überteuert los. Da es ja die Ligen-SBC gibt. Und Leute einfach mal blind kaufen über ja, den Dream Squad da. Ihr wisst ja, was ich meine. Ich habe gerade so auf 30 Stück geboten, habe nur 4 Stück bekommen. Ist nicht viel. Aber wir schauen uns gleich mal an, wie viel sie alle kosten. Warte, hier können wir 200 Münzen drauf bieten. Hier auch mal 200. 150 würde ich nicht ja, erbieten, ist zu wenig. Ich würde schon mehr 200 drauf bieten. Okay, wenn ihr aber keinen Verlust machen wollt, dann könnt ihr natürlich auch mal kurz auf den Preisvergleich checken hier ungefähr. Aber ich ja, nehme jeden einfach für 200 mit. Da kann man einfach keinen Verlust machen. Wir können es immer noch kurz abchecken. 400 muss man jetzt nicht unbedingt drauf bieten. Ich würde jetzt trotzdem drauf bieten, weil man sie locker überteuert los wird. Okay, das reicht jetzt erstmal. Wir gehen jetzt erstmal rüber ja, zu unserer Kandidatenliste. 5 Stück wurden wir schon überboten. Wir löschen mal alle, wo wir schon überboten wurden. Okay, solange das hier läuft, schauen wir jetzt mal kurz an, wen wir bis jetzt bekommen haben und wie viel sie wert sind. Ich habe noch keinen einzigen nachgeschaut. Das ist ja hier versprochen. 200 Münzen, wie ihr seht. Hier leider nichts. Hier seht ihr den ersten. 300. 250 werde ich so anbieten. 400, wenn er weggeht, ist gut. Dann gibt es hier im Bastia 2k, 1,9, 2k. Oha, okay, jetzt hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, jetzt gleich kommt eh wieder so einer, der ihn für 500 reinstellt, aber ja, 1,9 ist der billigste. Dann stellen wir ihn mal so für 1,9 habe ich gesagt. Das ist ja genug Gewinn. Dann habe ich schon, auch wenn die anderen jetzt nicht so viel wert sind, habe ich schon Gewinn gemacht. Dann stellen wir ihn mal so für 1,6 rein. Dass er auch weggeht, wäre ein 1-4 Gewinn. Da haben wir noch einen Vera. Ah, 800. Komm schon, 700. Da seht ihr, das meine ich. Am Ende ist dann immer so einer. Aber den können wir auch mal so reinstellen.
Ich kann euch versprechen, er wird weggehen, auch wenn ich ihn 2-3 Mal neu reinstellen muss. Dann ist hier einer, 450 Münzen, 400, 350. Können wir auch so reinstellen, 450. Einfach jede Stunde neu anbieten, das ist das Wichtige. Oh, haben wir sogar noch mehr bekommen. Nochmal 4 neue. Jetzt bin ich gespannt, ob die was wert sind. 200 mit 1000, 550. Okay. 550 mehrmals. Vielleicht ja, bleibt er bei 550, wäre ein guter Preis. Aber wie wir sehen, ihn gibt es halt öfter auf dem Transfermarkt. 500 Münzen ist bis jetzt der billigste. 500 immer noch. 450. 500. Stellen wir auch mal so für 450 rein. Verdoppeln wir unsere Coins. Ist halt eine Low-Budget-Methode. Erwartet dann nicht zu viel. 1000 Münzen. 700. Das ist doch lecker. Den können wir so für 600 reinstellen. So 400 Münzen gewinnen. Und das müsst ihr in extremen Massen machen. Macht eure Transferliste komplett leer. Würde ich euch raten. Er ist nichts wert. Können wir mal so reinstellen. Macht eure Transferliste komplett leer. Und dann macht einfach mal 100 Plätze damit voll und bietet sie jede Stunde neu an. Ich würde sagen, jede Stunde werden vielleicht 10, 20 Stück weggehen. So rein aus dem Bauchgefühl her. Und wie wir sehen, er kostet auch was. 850. 850. Stellen wir mal so für 700 rein. Haben wir auf jeden Fall schon mal gut Karten bekommen. Ich schau mal, ob sie schon was verkauft hat. Wäre natürlich nice. Das war gestern noch ein Flipping. Ganz kurz. 103k Münzen erboten. Live im Video sogar. 119k verkauft. Ich glaube, es sind 12k Gewinn. Ja, das hier war ein normaler Einkauf. David Silva im Pack gezogen. William Jones im Pack gezogen. Und hier seht ihr, er ist schon weg. 1,6. Das sind jetzt, wie viel haben wir in Gold? 200 Münzen sind 1400 Münzen Gewinn. Ihn haben wir für 200 Münzen Gold, 400 Münzen Gewinn. Sind wir schon bei 1,8 Gewinn. Und das würde ich einfach die ganze Zeit so weiterhin machen. Vielleicht haben wir nochmal was bekommen. Komm schon. Okay, Ledesma haben wir nochmal bekommen. Bin ich gespannt, ob wie viel, für wie viel er weggeht. 950, 600, 850, 500, 500. Ja, okay, können wir auch so für 400 reinstellen. Wie gesagt, erwartet jetzt nicht den übertriebensten Profit. Wenn ihr da draußen welche seid, wie ich zum Beispiel, die mehrere Millionen auf dem Konto haben, dann würde ich jetzt nicht mit so einer Methode traden. Aber einer hat beispielsweise gerade kommentiert, habe nur 50k übrig, hast du eine Low-Budget-Methode an dich. Grüße gehen raus, das ist eine perfekte Methode für dich. Dann können wir mal weiter bieten. Und das, wir, ja, das wollte ich noch sagen. Dann bieten wir nochmal kurz auf ja, 3 Stück und dann gehen wir mal in eine andere Liga. Weil ich glaube, in einer anderen Liga geht es auch auf jeden Fall ganz gut. Wir schauen uns jetzt mal kurz an, welche Ligen SBCs bis jetzt gibt. Ligen, dann sehen wir Liga NOS, gibt es aber sehr viele Goldspieler. Sowas zum Beispiel, Saudi-Arabische Liga oder die CSL-Liga, zweite englische Liga. Gehen wir mal in die zweite englische Liga. Das hört sich doch schon nach Gewinn an. Und dann bieten wir doch mal einfach, ah, okay, 11 Minuten laufen sie ab. Ich werde jetzt mal auf 2-3 bieten, aber ja, so lange habe ich jetzt auch keinen Bock zu warten. Dann gehen wir mal in die Saudi-Arabische Liga und bieten wir doch einfach mal 200 Münzen auf mehrere Spieler. Und bin gespannt, ob wir ja, hier was bekommen und ob vielleicht haben wir wieder hier so einen kleinen Kracher dabei, der über 1000 Coins wert ist. Dann machen wir auf jeden Fall gut Gewinn. Und dann nochmal in die CSL-Liga. Muss ich mal kurz schauen, was das genau für eine Liga ist. Sagt mir gerade eher weniger was. CSL, ah, chinesische Liga, okay, okay. Hier laufen sehr viele ab, aber hier bezweifle ich auch, dass viele was wert sind, deswegen werde ich mal weniger mitnehmen. Ich glaube, ja, wenn ihr in die argentinische Liga geht, ist da schon ein ganz guter Profit immer dabei. Hier nehme ich mal nicht zu viele mit. Das reicht erstmal. Wir schauen mal, ob wir schon was bekommen haben, ob was abgelaufen ist. 5 Spieler wurden wir schon überboten. Aber wir haben schon einiges bekommen aus der argentinischen Liga. Giannetti oder wie ausgesprochen wird. 1,3, 1K, 900 Münzen. 800 Münzen, 750. 750 Münzen, Leute, seht ihr, wieder Profit von 400 Münzen. Geile Low-Budget-Methode, wie ich finde. Abraham, 1K. 1K. 1K, 950, okay. 900. Okay, können wir auch so reinstellen für 750. Ihr könnt sie natürlich auch für 850 reinstellen, aber ich will jetzt kurz euch zeigen, dass sie auch weggehen. 450, okay, können wir so direkt so reinstellen, wird nicht für viel gehen. Aber das kann ich auch sagen, wenn er jetzt beispielsweise nur 300 Münzen kostet, stoßt ihn jetzt nicht einfach ab. Unnötig, stellt ihn überteuert rein. Und das jede Stunde, er wird sich auf jeden Fall verkaufen. Egal wie lange es dauert. Er kostet 500 Münzen, sehen wir gerade. Okay, 500. Schmeckt. Können wir so reinstellen für 450. Jetzt haben wir noch 2 Spieler hier, Casillejos. Okay, da kann was kosten. 900.
900, wieder geiler Profit. Ey, die Methode klappt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so gut klappt, dass so viele Spieler was wert sind und man sie einfach für 200 erboten bekommt. Aber ja, da achtet halt nicht jeder drauf. Wer achtet denn auf die argentinischen Silberspieler? Eher weniger. Hier wurden wir sehr viel überboten, wie wir jetzt sehen. Ihr seht, ja, einfach viele Massen bieten. Und ich glaube, es hat sich schon wieder was verkauft. Ja, schon 4 Spieler haben sich verkauft. Alle für 200 geholt. Ein 400 Gewinn. Ein 1,4 Gewinn. Sind wir schon bei 1,8. Das sind 400 Gewinn, sind wir bei 2,2. Das sind 500 Gewinn, sind wir bei 2,7. Ja, 2,7 sind wir. Schmeckt auf jeden Fall 2,7. Einfach alles erbieten. Nachschauen. Reinstellen. Fertig. Ganz schnelle Trading-Methode. Ich will das jetzt nicht zu lang ziehen. Ihr wisst jetzt, wie es funktioniert. Probiert es gerne selber aus. Ja, markiert mich auf Instagram oder Twitter. Beides einmal jetzt eingeblendet oder in der Beschreibung sowieso verlinkt, meine Namen. Ja, markiert mich auf Twitter mit euren Verkaufen. Vielleicht kriegt ihr noch einen Knaller dabei, der vielleicht 4-5k wert ist. Und dann verabschiede ich mich für heute. Danke für euren Support. Wir sehen uns morgen wieder. Haut da rein und ciao.